Es geht dabei um den Arbeitsplatz der Zukunft, den es heute schon gibt. Er stellt die Menschen und Unternehmen in den Mittelpunkt. Er bietet Mitarbeiterinnen flexible Arbeitsmodelle und er ermöglicht Unternehmen durch schlanke Prozesse und agile Strukturen Wettbewerbsvorteile zu gewinnen. Kunden und Lieferanten können frühzeitig eingebunden werden. Dabei möchte ich die Brücke zu meinem Artikel bauen, von Wolke zu Wolke, von Cloud zu Cloud. Menschen verbinden sich Menschen ganz einfach durch sie. Also mit flexiblen Organisationsstrukturen, mit flachen Hierarchien, mit einfachen Regeln zur Zusammenarbeit und mit den passenden Werkzeugen im Cloud-Umfeld können Projekte schneller umgesetzt werden. Die Herausforderung dabei liegt darin, alle Beteiligten dort abzuholen, wo sie in dem Thema sind und ihnen regelmäßig und proaktiv Expertise und Erfahrungsaustausch anzubieten.